Auf dieses Paket hier habe ich ganze 3 Jahre gewartet. Circa. Zumindest kam es mir so vor. Im letzten Jahr hat IKEA vorgestellt die Schnellkoppelknopf oder die Shortcut-Button. Und die sind jetzt endlich da. Die möchte ich mit euch kurz auspacken, einrichten und dann mal ein Fazit ziehen. Erstes, für was ich die nutze und wie sie und was sie taugen. Zuerst gibt es einen kleinen Hinweis, dass nicht immer alles zusammen ankommt. Gleich mal schauen, ob beide drin sind. Voilà, sie sind drin, zweimal bestellt, zweimal geliefert, hat also doch geklappt. Schauen wir uns doch mal kurz die Verpackung an. Es ist ein Thread-Free-Produkt. Man sieht, dass es was mit Wireless zu tun hat. Also bei IKEA sind das die smarten Produkte, die dies, das WLAN-Logo quasi oder den WLAN-Ausschlag drauf haben. Und unten seht ihr noch, das Ganze funktioniert mit der IKEA Home Smart App, die ihr dazu nutzen müsst. Früher hieß die mal Thread-Free, wie die Reihe selber auch. Mittlerweile IKEA Home Smart. Auf der Rückseite ist dann noch vermerkt, dass es ein Zigbee oder auf dem Zigbee-Protokoll das Ganze läuft. Das ist darüber, wo das Ganze funkt, wo es mit dem Gateway von IKEA zusammenarbeitet und natürlich auch mit all den anderen Gateways, sofern es dann damit funktioniert. Das werde ich aber später für euch herausfinden und euch dann im ausführlichen Testbericht in ein paar Wochen darüber berichten, ob das vielleicht auch mit meinem Homie, wo habe ich ihn? Hier. Mit meinem Homie funktioniert, das ist ja meine Schallzentrale zu Hause. Dazu gibt es übrigens auch einen ausführlichen Blogpost, einen Testbericht, werde es unten verlinken, im Blog zum Nachlesen. Da habe ich alles Mögliche zusammen. Ich brauche keine IKEA Gateway mehr, ich brauche kein Philips Hue Gateway mehr, ich brauche keinen mehr für meine ganzen Akara-Dinger, Sensoren, die ich überall verbaut habe. Das regelt alles bei mir zu Hause aktuell der Homey Pro und mit dem bin ich richtig happy. Aber wie gesagt, darauf gehe ich dann im ausführlichen Testbericht ein. Jetzt würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus und schauen, was da alles mit drin ist. Inwendig viel Plastik. Ein bisschen weniger, ich werde es oben verlinken, als bei der ersten Packung oder ersten Smart Home Ladung von IKEA, wo es um die Birnen ging, wo ich mich ja verletzt habe an der Verpackung. Aber nach wie vor hat es mir hier zu viel Kunststoff drin, liebes IKEA. Ihr habt auch schon gezeigt, dass ihr das besser könnt. Unten drin haben wir IKEA Anleitungen in wahrscheinlich verschiedenen Sprachen, einmal Hochformat und einmal Querformat, einmal für YouTube und einmal für Instagram Stories, muss ich noch rausfinden. Dann haben wir hier Kleber, zum einen gibt es 3 vordefinierte, einmal Licht, einmal Kaffee oder Tee, also Wasser wahrscheinlich und dann noch Gute Nacht. Wenn man quasi irgendwelche Buttons hat, alle Lichter aus, alle Musik aus etc. Das kann man ja alles hier auf den Button legen. Plus unten 3-mal was man selber bemalen kann. Da werde ich auf jeden Fall meine Tochter dran setzen. Die wird mir da sicherlich was Schönes zurechtzeichnen. Dann haben wir hier auch noch das Produkt selber und den packe ich doch mal kurz hier aus. Zum einen habt ihr hier die Batterie, eine kleine Knopfbatterie für den Betrieb. Dann habt ihr einen Kleber, 3M-Kleber, wo ihr das Ganze befestigen könnt. Alternativ könnt ihr das auch hier drüber direkt anschrauben, an der Wand, an einem Möbel, was auch immer. Könnt ihr das fix anschrauben, hat schön 2 Löcher dazu da und alles, was man dazu braucht. Und somit sollte klar sein, das Ganze ist magnetisch. Der Shortcut-Button, der hält magnetisch an dieser Vorrichtung. Und wie gesagt, entweder bohrt ihr das an die Wand, wenn ihr sicher seid und das da fix haben möchtet, oder klebt das Ganze mit diesem 3M-Kleber an und habt dann eine saubere Geschichte, wie ihr es dann auch wieder schnell entfernen könnt, ohne dass ihr dann die Wand zuspachteln müsst, wenn ihr zum Beispiel umzieht oder ähnliches. Der Shortcut-Button selber ist circa, was sind das, irgendwas mit 4 cm, ein bisschen über 4 cm mal 4 cm und circa 1 cm dick. Und hier sieht man auch schon, man kann hier das obere Teil wegmachen. Da legt ihr dann den jeweiligen Sticker drauf, den ihr haben möchtet.
und packt es wieder hier drauf. Dann habt ihr eine saubere Geschichte, habt das Ganze sauber versteckt, ist nicht oben angeklebt. Das heißt, auch wenn ihr mal irgendwie dreckige Finger habt und da drankommen solltet, ist nicht gleich der Sticker dreckig, sondern nur das obere Teil, was transparent ist, und dann passt das auch wieder. Unten dran habt ihr hier eine Schraube auf dieser Seite. Einmal öffnen und dann geht es darum, die Batterie einzusetzen. Und da findet ihr auch den Knopf, den ihr braucht, um das Ganze nachher mit dem IKEA Gateway zu verbinden. Denn ganz wichtig, wenn ihr diesen Button nutzen möchtet, braucht ihr ein IKEA Gateway. Das ist das Teil, mit dem das Ganze mit dem Internet verbunden ist, mit dem das Ganze über die Home Smart App kommuniziert mit euch, aber auch, wo das Ganze mit eurem zum Beispiel HomePod Mini, Video dazu ist auch hier im Kanal zu finden, wer mag, oder mit der Alexa oder mit Google kommunizieren kann, so dass ihr das Ganze auch per Stimme ansteuern könnt. Einmal kurz die Schraube angesetzt. Voilà. Schon lässt sich das Ganze öffnen. So. So schaut denn das von innen aus. Da kommt die Batterie mit rein, mit Minus nach unten logischerweise. So rum. So. Das funktioniert seitlich genauso gut, wie wenn ihr in der Mitte drückt. Also das heißt, der Druckpunkt ist überall gleichmäßig, so wie es den ersten Test zeigt. Das klingt schon mal auf jeden Fall gut. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber und konfigurieren wir die beiden mal oder verknüpfen wir die beiden mal miteinander. Hier haben wir auch schon das Gateway von IKEA. Das Ganze ist ein einfaches kleines Gateway. Das Kabel kann man schön hier drin verstauen, wenn man es dann zu lang hat oder nicht in der vollen Länge braucht. Voilà, hier wieder einspannen. Und so. In der App selber findet ihr hier auch den Shortcut-Button. Der ist neu, deshalb wird das schön ausgewiesen. Und hier seht ihr auch, für was ihr ihn zum Beispiel brauchen könnt. Zum einen eben logischerweise für Licht, was ich euch vorgezeigt habe, aber auch die smarten Rollons von IKEA lassen sich ansprechen. Und dann die Sonos-Geräte, also die Symphonies-Geräte aus dem Hause IKEA. Auch dazu verlinke ich euch ein Video unten in der Beschreibung, und oben habe ich natürlich was für euch schon mal aufgezeichnet. Dann unten aufs Plus drücken. Und dann seht ihr auch schon, was zu tun ist. Zuerst wird das Ganze mit dem Gateway gekoppelt, dann eine Szene ausgewählt und schlussendlich muss man den Button einmal drücken, damit das Ganze aktiviert ist. Zuallererst geht es darum, die Batterien einzusetzen. Das habe ich ja jetzt schon gemacht. Und jetzt müsst ihr nur noch auf dem Button oder auf der Fernbedienung selber viermal hier den Knopf drücken, damit setzt ihr das Gerät zurück. Jetzt müsst ihr hier einmal 10 Sekunden drauf drücken und das circa in 2 cm Abstand zum Gateway und dann abwarten. Hier gibt es dann ein visuelles Feedback, sobald das Ganze geklappt hat. Respektive in der App seht ihr dann auch ganz schnell, hier der Smart Button wurde gefunden. Dann kann ich das bestätigen und dann kann ich auswählen aus den Szenen, die ich konfiguriert habe. Auf jeden Fall, hier wähle ich jetzt Sonos an und sage weiter. Und dann bin ich fast fertig und jetzt kann ich bestätigen mit fertig und schon ist das Ganze hinterlegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht drüben die Sonos an und spielt die Musik ab, die ich hinterlegt habe, also die Playlist ab, die ich da hinterlegt habe. Zugewiesene Szenen kann man natürlich auch im Nachhinein noch löschen, umbenennen und oder ändern. Hier kann ich dann die anderen auswählen, die ich habe. Also das ist natürlich nicht fix auf einmal gelegt und kann nicht mehr geändert werden. Das könnt ihr je nachdem, wie es für euch gerade passt und wie es für eure Umstände im Leben passt, entsprechend anpassen. Mein erstes Fazit nach dem kurzen Einrichten ist, es geht sehr, sehr einfach. Der Shortcut-Button mit Batterie bestücken, kurz zurücksetzen, mit dem Gateway verbinden und schon sagt euch die App, dass sie gerne eine Szene hinterlegen möchte. Die habt ihr im Idealfall natürlich vorher schon angelegt und könnt ihr dann dazu machen und schon habt ihr euren Button. Jetzt müsst ihr euch nur noch überlegen, schraubt ihr ihn irgendwo an ein Möbelstück, hier zum Beispiel so ein IKEA-Gestell oder an die Tür
Türe, besser gesagt an die Wand oder sonst an irgendeinem Möbel, oder macht ihr das Ganze über den beigelegten Kleber. Beides ist möglich, beides ist einfach und beides ist auch schnell umzusetzen. Das hängt immer davon ab, wie man wohnt und was man für Möglichkeiten hat. Und ja, nachher ist das Ganze montiert und ihr habt da die Möglichkeit, einfache Befehle abzufeuern. Was mir gefällt, ist, dass es einfach, simpel ist und schnell einzurichten ist. Man kann individuell ein Bild reinmachen, das man selber gezeichnet hat, irgendwie ausgedruckt hat, wie auch immer. Da ist man natürlich der eigenen Kreativität offen. Was man einzig als ein bisschen schade definieren könnte, ist, ihr habt hier nur einmal drücken. Also das heißt nicht, ihr könnt nicht per zweimal drücken einen weiteren Befehl ausführen oder mit dreimal drücken oder lang gedrückt halten, damit die Rollos runtergehen oder das Licht gedimmt wird. Das geht nicht. Ihr könnt einfach mit einmal klicken eine Szene abfeuern, die ihr vorab definiert habt. Logischerweise könnt ihr natürlich auch vier solche Knöpfe nebeneinander legen. Einen mit 20, 50, 60 und 100% und dann so jeweils die einzelnen Dimmstufen ansteuern. Das ist die Frage, ob das optisch schön ausschaut und ob man das so möchte, aber es wäre grundsätzlich möglich. Wiederum muss man auch sagen, das Teil ist relativ günstig. Es kostet in der Schweiz 9,95 Euro, glaube ich, aktuell. In Deutschland um die 6 Euro. Also sehr, sehr einfach und mit Zigbee gesteuert, somit auch stromarm und es funktioniert halt einfach. Wer hier mehr möchte, IKEA hat auch noch andere Schalter im Angebot, der so ein klein abgeschrägt ist, wo oben ein 1 ist und unten ein 0. Da kann man zum Beispiel dimmen, mit länger gedrückt halten oder auf, rauf und runter, also mehrere Befehle abfeuern. Der kostet ein bisschen mehr, aber eben hier muss man natürlich schauen, das ist ein Befehl, den man hinterlegt. Und wer ein IKEA Smartes zu Hause hat, also diverse Lichter davon und so weiter, für den kann ich das nur empfehlen, weil das eine ist, das Ganze über die Sprache zu steuern, das andere ist, gewisse Leute haben gerne auch noch einen Knopf und da macht man sich halt einfach so einen Knopf am Eingang des Hauses oder der Tür, besser gesagt. Und bevor man aus dem Haus geht, den Knopf drücken und alles Licht ist weg, die Sonos, also die Symfonisk-Geräte sind ausgeschalten und die Rollos gehen runter, so als Beispiel. Da kann man natürlich drauflegen, was man will. Aber man hat dann eine einfache Möglichkeit, das Ganze zu steuern. Zusätzlich könnt ihr das logischerweise auch über HomeKit machen. Auch dazu habe ich ein Video da oben und unten verlinkt. Könnt ihr anschauen. Funktioniert natürlich genauso wie auch mit der Alexa. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinschauen zum ersten Video des IKEA Shortcut Buttons, dem Schnellkoppelknopf. Wenn ihr mehr solche Videos mögt, gerne Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und dann verpasst ihr hier nichts dazu. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne unten rein und lasst mich wissen, falls ihr einen alternativen Gateway habt, wo das Ganze funktioniert. Wie gesagt, ich zu Hause werde es mit dem Homey austesten. Ansonsten, ja, ist Zigbee, also das Zigbee-Format. Da könnte man vielleicht auch mit alternativen HomeKit-Hubs das Ganze lösen. Wer da was hat, gerne unten in die Kommentare, per E-Mail, Social Media oder wie auch immer. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss.